ab, ihr stinkenden Stinker! Wir schauen uns heute mal wieder YouTube Shorts an. Ihr habt es letztes Mal sehr gefeiert und dieses Mal will ich, dass ihr es noch mehr feiert. Schafft mir dieses Mal für die zweite Folge 666 Likes. Ich glaube an euch! Wie versprochen, zeige ich euch nun die größte heimische Schwimmart in Deutschland. Nein, 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 wir können nicht das. Nein, nicht das erste Shorts! Das erste Shorts mit Spinnen! Nein! Die Hauswinkelspinne. Bro. Hier haben wir ein Fass. Nein, nein, Digga, der lässt die. Auf seinem Arm krabbeln! Wachsendes Weibchen. Und sie kann bis zu 12 cm lang werden. Nee, 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 Digga, Alter. Nee. Ich hasse die Spinnen. Ich hasse diese Spinnen. Die sind immer im Keller und sowas. Ich hasse diese Spinnen über alles. Okay, wer ist besser? Ah, wir haben jetzt vier Felder und vier verschiedene Leute werden jetzt wahrscheinlich hier zeichnen. Okay, das ist Nummer 1, Leute. Ihr müsst alle mitbewerten, okay? Jeder muss jetzt von euch da draußen sagen oder sich selber denken, welches gefällt ihm am meisten. Schauen wir mal. Also das ist die 1, die 2, 3 mit rosa Tönen. Auch cool, auch sehr, sehr cool. Und 4 ist so mit... Also ich glaube, die 1 ist immer noch mein Favorite. Es wird ja anscheinend noch ein bisschen was in der Mitte reingeballert. Aber ich finde das Rote am coolsten. Das Rote gefällt mir, glaube ich, am meisten. Ah, der Kreis ist irgendwie hässlich. Warum machen die jetzt da so einen Kreis rein? Was machen die denn jetzt? Oh mein Gott, Bro! Was? Okay, das ist krass. Digga, das ist krass. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Wow. Bro. Der, das war geisteskrank. Ey, ich dachte, das wäre so eine Challenge, wo vier gegeneinander zeichnen, aber das war halt einfach ein geisteskrank geiles Video. Bro, einmal so viel Talent haben, nur so viel, Alter. Ich würde alles schaffen. Tesla Coil Speaker plays any song. Oder was ist das für ein Goofy da unten? Spaß, Spaß. Ey, ist nur Spaß. Bro, der sieht aus wie irgendeine Cartoon-Figur, oder? Ich kenne den, wie irgendein Bösewicht oder so. Was bauen denn da eigentlich zusammen? Was ist das für ein Lautsprecher? Weiß das jemand? Was kann der? Was zum... Hä? Was ist das? Können wir das mal erklären? Bro, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir uns da gerade angeschaut haben. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe die Hüfte geschwungen, Alter, an all die Ladies. Ihr wisst jetzt Bescheid, Mann. Das ist der Marky Dance Club, Alter. Und deswegen bin ich Single. Jetzt wisst ihr es, verdammt nochmal, Alter. High Sticky Notes Wall Run. Okay, das ist geil, das ist geil. Das ist so eine Sticky Notes Challenge. Oh mein Gott. Der zweite war sehr cool. Der, das ist halt so ein paar Coolläufer, ne? Mal schauen, wer am höchsten kommt. Wer glaubt, die gewinnt? Ich sag hier. Nick. Ich glaube, Nick gewinnt. Oh, Matt ist auch sehr gut. Nick hat ein bisschen höher, okay. Oh! Was? Nick, Junge, let's go! Nick hat gewonnen, Alter. Boah, das war ein geiles Video. Digga, Alter, ich hätte direkt verloren. Ich wäre nicht mal bis zur Matte hochgekommen. Ich wäre da schon gegen die Matte gelaufen. Straight mit Gesicht voraus, Alter. The guy in this video could be seen going down a water slide when something very scary ended up happening to him. Bro, der bleibt in der Wasserrutsche stecken. As he started to go down the water slide, he ended up getting stuck and had no idea what to do. What? He was trying his best to get out of this situation, but he ended up going the wrong way and then he got stuck again, so he really started to panic after this. Oh my god. Then miraculously, this worker ended up opening the water slide exactly where he was sitting and was able to get him out of the slide. Alter. Thankfully, he was able to get out of that situation, and luckily, no one else went down that water slide while he was stuck, or else this definitely could have ended a lot worse. Bro, krank, Alter. Davor habe ich schon Paranoia, weil ich habe so Platzangst und dann, wenn ich in so eine Wasserrutsche reinslide, nicht so wie in die DM slide, sondern so reinslide, dass ich hängen bleibe, Alter. Bruder, dann ist aber schon vorbei. Vor allem, der war, also da war ja kein Fenster oder nichts. Du kannst ja nicht durchgucken. Ich hätte voll die Panik geschoben, Alter. Oh, geil. Wir haben wieder so eine Challenge, Alter. Oh mein Gott, wie krass. Hey, sind die echt da, die Dinger, oder sind die rein... Oh, yes.
reinanimiert. Die sind echt da, oder? Digga, wie soll das klappen? Oh mein Gott. Wie krank sportlich sind die bitte? Yes! Digga, wie sportlich sind die bitte? Was zum... What? What? Oh mein Gott. Ach komm, hör mir auf, Digga. Er will sehen, ob er ganz oben schafft. Okay, Digga. Bro, ich hab mir alle Knochen gebrochen. Bruder, Kreuzband, alles, Alter. Vorfall hier, Rollstuhl, Opa, Marki, so wäre ich ins nächste Video reingekommen. Moin, moin, meine aktiven Freunde mit dem G-Stab unterwegs hier. Der perfekte Kreis. Ah, der ist nicht so gut. Ah, okay. Oh, der ist gut. Der ist sehr, sehr stark. Hey, wie machen die das? Ich check das nicht. Der ist auch sehr stark. Ich verstehe nicht, wieso die so nicht eine gestrichene Linie machen. Bro, wie machen die das, dass die so machen? Wisst ihr, wie ich meine? Boah, der könnte klappen. Ja, moin, Digga. Das war's mal weg. War auch nicht schlecht. Der ist es, oder? Digga, der ist es. Wie? Bro, ich habe einfach Gänsehaut bekommen, weil einer einen Kreis gedreht hat. Jetzt geht's aber los hier, Alter. Was zum Henker? Also ich check nicht, wie sie diese Punkte gemacht haben und ich check nicht, wie der den perfekten Kreis gemacht hat. Hä? Welcher Pyramide, lol. Digga, ich glaube, die wird umfliegen, oder? Was sagt ihr? Digga, als Fußballspieler musst du dir doch auch verarscht vorkommen, Alter. Wenn da auf einmal so, du schaust ins Publikum, dann baut einer so eine Pyramide. Die wird so umfliegen. Digga, die wird so umfliegen. Und auf den Dude, der jetzt mit dem Handy da unten filmt, seht ihr den? Auf den wird's gehen. Digga, der kommt ja da gar nicht mehr hoch. Es wird umfliegen, es wird umfliegen. Der wird jetzt reinkacken, weil es wer anders ist. Pass auf. Ja, der kackt rein. Der kackt rein. Bro, ja, Bro, und dann schneiden die. Ich hasse solche Videos. Ich hasse so Videos. Das wäre jetzt umgeflogen und der setzt einen Schnitt. Oh Gott, skip me the toilet, bro. Oh mein, okay, chill dein Leben, Bro. Die werden immer gruseliger. Was geht ab, TV-Mann? Oder was passiert hier? Die sind alle betäubt. Er macht erstmal Freudentanz, dass er runterspielen kann. Digga, das ist eine Geheimwaffe, oder was? Daumen hoch, Bro. Mach Daumen zurück. Zwinker-Smiley. Digga, also Skibidi Toilet ist etwas, was ich nie verstehen werde, aber schon ein bisschen verstörend ist. Was gucken wir uns hier gerade an? Der, ich bin verstört.
Wir hören auf. Das war's für heute. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch einen Teil wollt, 666 Likes, dann gibt's Teil 3 von Marki reagiert auf YouTube Shorts. Bro, ich bin verstört. Was war das letzte Video?